Und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 hier aus dem Fichtal. Ich hoffe, ihr geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir machen Feldernte. Gestern Abend habe ich nur hier einen Anruf gekriegt auf mein Handy von einer jungen Frau. Die sitzt jetzt gerade hier im Feld drinnen. Die hat mich gefragt, ob ich nicht für sie ein bisschen Arbeit habe. Sie hat alle Führerschein gelassen, aber keiner von den Landwirten will sie ausstellen, weil sie meine Frau ist. Ihr Großvater hatte ja auch einen Bauernhof und ihr Vater, da wo sie immer mitgearbeitet hat. Und jetzt, wo der Bruder es hat mit seiner Familie, hat sie nichts mehr zum Arbeiten. Da habe ich gesagt, jawohl. Komm zu uns, Monika. Oder komm zu mir, besser gesagt. Aber es schaut gar mal gut aus, was sie macht. Gehen wir in die Ego-Perspektive. Dann können wir uns nämlich heute mal ein bisschen um den Maschinenpark kümmern. Und den ein bisschen aufräumen in der Zwischenzeit. Einen Ladewagen habe ich jetzt an den dabei aufgestellt. Ich habe den Händler gleich den Tiefenlocker, habe 6 Jahre schon geholt und die Steine zum Sammeln habe ich nämlich auch schon geholt. Im Moment müssen wir es nur so mit Dreck und Speck müssen wir es nur ein bisschen hier abstellen, das Ganze. Noch keinen Kampfstrahler habe. So, jetzt möchte ich aber zuerst noch in die Werkstatt fahren, weil meine Kennzeichen sind nämlich auch hier. Natürlich logisch, man muss das alles ein bisschen umwelden, wenn man ein Erbe übernimmt. Also die Kennzeichen habe ich zwar gestern auf die Nacht noch gekriegt, aber ich wollte lieber ins Bett, dass ich da noch ein bisschen arbeite. Die Kühe sind soweit auch versorgt, meine Schwarzfreunde. Da hoffe ich auf das, dass die Produktion ein bisschen schnell vorangeht. Machen wir die Türe auf. So, reparieren wir gleich. Ist auch wurscht ist. Da machen wir jetzt aber ein F daraus für Fichtal. Vorne und hinten. Und in der Schrift Orange oder machen wir schwarz. Okay, machen wir schwarz, ist ja egal. Okay, passt. Konfigurieren ist geändert. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich spüre mit dem Lenkradl und mit der Seitenkonsole. Ich habe auch das Zündschloss von Logitech, also was für ein LS gibt. Das habe ich jetzt angeschlossen, da habe ich jetzt das Startding aufgeschalten. Das kann sein, weil es vielleicht eine Doppelüberlastung war, dass das letzte Mal das nicht ganz mehr hat. So. Ah, 336 Liter Milch haben wir schon. Ah, schau, die packt ja richtig gut. Dann.
Was man schon ja gleich ein neues Kennzeichen. Falscher Knopf, falscher Knopf. Dann können wir nämlich da dann gleich loslegen. Mit den Steine einsammeln. Figurieren. F HB 620. Vorne und hinten. Okay. Da müssen wir jetzt wissen, was wir haben. Jetzt pass auf. Unser Frontloader ist. Unser Frontloader ist von Hauer. Unser Frontloader ist von Hauer. Dann rüsten wir nochmal den Johnny gleich auf das Ei gerüstet. Falls wir loslegen, gehen wir die Ballenpresse zurück. Oder machen wir das zum Schluss? Die liebe Monika arbeitet hervorragend. Ich wollte ursprünglich ja ohne Helfer arbeiten. Aber man schafft halt einfach mehr Flächen, wenn man einen Helfer eben mit dazu nimmt. Entschuldigung. Machen wir gleich die Runde. Ich hab da für Sie das Vorgewinde gefahren. Hätte ich ja zwei mehr Vorgewinde machen sollen. Bis ich da war. Man macht jetzt auch nichts. Beim nächsten Mal wissen wir es. Aber so oft müssen wir es ja nicht. So oft müssen wir ja nicht das Ding hinter. Aber besser jetzt pflügen und kalken, als wir, wenn wir es dann spart irgendwann einmal, wenn wir es stressiger haben. Anfang vom Projekt passt es eigentlich ganz gut. Also jetzt mal so 219 Euro, was ich jetzt gerade oben gesehen habe, ist jetzt halt nicht die Welt. Ist jetzt nicht die Welt.
Hey Mudi, ich bin da. Lass mich um mich. Jetzt küsst ihr, dass sie sofort. War ich auch noch schon vorne. So, da müssen wir uns auch am Platz wahrscheinlich überlegen, wo wir die Steine hinschmeißen dabei. Vielleicht schmeiße ich die dabei ein Silo rein, in den Vorsilo. Dann macht man den Rest im Lokadin und selber. Ich glaube, dass dann zwei, drei so Bohnen übrig bleiben. Aber mir gefällt der Tiefen, der Tiefenlocker, sage ich. Der Steinesammler, der Steinesammler besser als für die anderen. Aber wenn er jetzt nicht voll wird, dann lasse ich die Steine natürlich da drinnen. Euch braucht man nämlich auch. Noch haben wir ja zu wenig von den. Ah, hat es die Arbeit beendet, okay. Ich werde jetzt keinen neuen Held vorstellen in der Folge. Es ist ja, das ist mit dir helfen, es könnte ja dann sein, dass dann ein anderer kommt. Aber warte, ich sehe mal ein bisschen Köpfen, Monika, passt ja wohl. Aber vielleicht muss er gerade einmal dringend. Das wisst schon. Für kleine Prinzessinnen. Deswegen hat sie sich da so ein bisschen in den Busch gestellt. Niederlassen wäre ja auch vom Vorteil, gell? Die dritte Folge schon hier aus dem Fichtal. Jetzt haben wir es, ja, 1. September, 11. Ich habe jetzt halt nur einen Tag Früche hupfen lassen. Also hat es uns den ganzen August eigentlich sozusagen genommen. Ah, macht ja nichts. Mal den wieder weg.
bin ganz, ganz nett, was ein Steuerer. So. Bis die Moni wieder kommt, machen wir das selber weiter. Wenn man also ein bisschen an gestern grünen Kranz humbazieren bei der Baufolge. Drei Grad haben wir da und Kranz, ich weiß schon, das macht man nicht so. Aber ich mache es jetzt dabei einmal so. Ach, mal ein bisschen an Gräsern Grünkranz rum. Jetzt setzen wir auch noch ein paar Mal rein. Bisschen ein wendiger Traktor braucht man doch noch für sowas. So. Ah, wir dürfen lockern aus der Innenansicht. Ach, können wir es jetzt haben. Schön groß führt. Unkraut, wie gesagt, ist ausgeschalten. Das habe ich gemacht wegen die Lohnaufträge, weil ja die Felder dann mit Unkraut sind und dann fällt es ja zum Schluss aus mit 3-4%, dass man dann den Lohnauftrag nicht abschließen kann. Angst mir im Schluss, wenn ich werde dann die Ballenpresse schon noch verkaufen. Dann schauen wir mal, wie viel das umgeht. Dass man vielleicht jetzt noch der Folge oder noch der nächsten Folge, also ich schätze mal nach der Folge 4 werde ich eine Baufolge schmeißen, wenn die Kohle da ist. Wenn die Kohle da ist, werden wir es machen. So. Wollte was nachschauen wegen die PS-Zahlen. Aber was wollte ich, warum wollte ich nachschauen? Das frage ich mich jetzt gerade.
In der Milch brauche ich noch nicht nachschauen, weil ab 1000 Liter zahlt sich das erst einmal aus, glaube ich. Zum Verkaufen, aber ich möchte dann gleich auch veredeln. Da muss ich dann einmal offscreen schauen, wie das, was da am besten. Ich habe da zwar eine Idee, einen guten Mod oben, aber wenn wir schauen, wie ich den in der Baufolge, wenn ich dann, wenn es dann soweit ist, platziere bei mir hier am Hof. Ich glaube, ich hätte sogar die Kreiselecke dort dahinter setzen können. Im Prinzip nutzt es mir ja nichts, weil ich ja danach doch die Storner einsammeln muss. Aber der Boden war halt schon mal bearbeitet. Ah, wegen der Sämaschine, genau. Ich wollte wegen der Sämaschine. Das ist mir zuerst der Gedanke gekommen. Der kann nur Saatgut, also der kann nur Düngemittel. Das ist nicht gut. Der kann nur Düngemittel. Seetechnik. Der braucht 60 PS und unsere Traktoren haben 296, der große und 175, der kleine. Ja, aber da wäre ich nie auf den Preis hinkommen. Da wäre ich nie auf den Preis hinkommen. Da brauche ich wieder die zweite. Okay, der braucht die Kombination dazu. Okay. So hat der Arbeitsbreite 4 Meter, hat aber auch nur Saatgut. 50.000. Mache mal einen schnellen Cut mit ihm, Schwarzfälle, dann mache ich das jetzt da fertig und dann schauen wir uns das an, was das ganze Zeug zum Verkaufen bringt. Bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, die hole ich jetzt gleich dazu. Die Monika hat mich gerade angerufen, dass sie hat ihren Sohn zur Schule bringen müssen. Sie hat ihren Sohn zur Schule bringen müssen, deswegen hat sie jetzt schnell den Traktor auf der Seite geparkt. Wenn man schon denkt, ja, habe ich wahrscheinlich wieder mal überhört. So, jetzt bringen wir mal die Kuhnballenpresse zum Händler dabei, dass sie das Feld fertig macht. Sie hat gesagt, sie muss dann nachher nur mal weg. Erster Arbeitstag hat sie gesagt und Stress pur. Ich sag ja, Kinder macht nichts. Ich bin ja wirklich einer, der was da ein bisschen gemütlich ran die Sache rangeht, gell? Deswegen fahre ich auch mit dem Johnny jetzt rum.
Berlin da rein in die Flächen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von der Rundballenpresse. Da wir die verkaufen, haben wir da 250.000. Die hat 4 Meter Arbeitsbreite. Mit 60.800 Liter die Kuhn. So zum maximalen 12 km/h. Die Das ist die gleiche, oder? Das ist die gleiche. 4 Meter, 6 Meter, Direktsaat. Die hat auch gerade 3 Meter, 3 Meter, 12 Meter. Schauen wir, kommen wir schnell in die Düngestreuer rein. Düngestreuer. Der kostet 28.000, der kann Kreuz festmachen. Kombination. Kranenbesitz, Kranenbesitz. Dann kaufen wir den. Und dann kaufen wir den. 4000 Liter geht da rein. Big Bags Kalk 350 und bei die Kloren 450. Okay, dann nehmen wir die Big Bags. 2000 Liter, dann nehmen wir da 2 davon. Passt, kaufen wir. Kaufen wir, kaufen wir. Kalk, weil wir mehr brauchen. Kalk, weil wir einfach definitiv mehr brauchen. Saatgut, weil wir auch mehr brauchen. Apropos Saatgut, aussehen können wir jetzt. Die Zeit aussieht, seit Weizen kann man noch aussehen, ein Raps kann man noch aussehen, die Wiese, was können wir auch noch Zeit aussehen, okay. Es ist zwar lässig, der Amazon-Düngestreuer, aber wenn er nicht mit Kalk bestückt werden kann, dann bringt es mir eigentlich relativ wenig, da die sagen. Voilà. Schnell drüber gewesen. Ah, okay, sie hat meinen Park da hinten. Passt gut. Passt gut, meine Sportsfreunde. Sie hat ja gesagt, sie muss nur mal weg. Machen wir das schnell selber fertig. Weiter Monika WhatsApp schicken.
Hallo Monika. Ruf mich später noch mal an, dass wir noch mal wegen der Arbeit reden. FG HB. So, senden. Gut. Mich später nur mehr rufen. Ja, ich grüße auf stundenweise. Stünde die Monika. Dann werden wir jetzt dann das da fertig machen. Und dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir dann das alles aussehen. Ich werde dann den Düngestreuer mit umnehmen. Ich werde dann den Düngestreuer zum Verkaufen fahren und Saatgut kaufen. Wenn wir die nächste Folge, ich glaube, dass ich die Wiesen hinten auch umgehoben werde, dass ich da draus ein Feld mache. Dass ich da direkt ein Großfeld draus mache. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen mehr Ernte raus. Aber das mache ich dann zwischen den Folgen hin. Das Feld machen wir jetzt so gemeinsam fertig, dann werde ich es kalken und gut ist und herrichten für die nächste Folge, dann machen wir da nachher das Saatgut auf. 4 Meter Breite ist jetzt halt nicht so das Wahnsinnsding. Aber es wird besser werden. Es wird im Laufe des Projekts, wenn ich im Schwarz finde, wird es besser werden. Und dann machen wir so, jetzt haben wir das ist die dritte Folge, machen wir nach der vierten Folge, machen wir eine Baufolge, weil dann können wir nämlich den Hühnerstall setzen, ein paar, wenn es sich ausgeht, nur ein paar, dass man ins Inka-Geschäft einsteigt. Das war so jetzt mein Plan. So, 34 Minuten auf meinen Timer. Zu früh, das war zu früh. So da. Der letzte Strafer. Okay, jetzt erlitzt die Strafen. So, dann haben wir dies erledigt, dies führt. Stein einsammeln.
Da ist eh beim Wachsen erst. Sonst müssen wir halt notgedrungen ein bisschen Heu einkaufen. Nützt jetzt eh nix. Aber na gut, meine Sportsfreunde, dies war's für diese sportliche Ausgabe. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, da kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Fichtal weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Oder wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, vor allem meine Sportsfreunde. Dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!